habe den Versuch angemeldet. Ich leite das Team. Okay, dann stelle ich eben eine zweite Mannschaft auf und der Fürst noch tritt mit zwei Teams an. Sorry, ist nur eine Mannschaft zugelassen. Dann sollte es das Bessere sein. Der wird nicht aufhören, um Charlotte rumzuscharbenzeln. Charlotte hat mir vorhin gesagt, dass sie in zwei Tagen zurückkommt. Bis dahin muss ich hier raus sein. Sie übertreibst mal nicht in deinem Alter, ja, du weißt. Ich werde diesen Maschinenfritzen doch Charlotte nicht so kampflos überlassen. Was ist denn los mit dir? An nichts, ist so alles in Ordnung. Wieso? Du hast überhaupt keine Ahnung, wie ich gelitten habe, dich mit meiner Mutter zusammenzusehen. Genauso geht es mir jetzt, wenn ich dich und Dr. Niederbühl zusammen sehe. Aber weißt du, irgendwann, da musste ich das akzeptieren. Ich hab's akzeptiert und ich hab mich für Michael entschieden. Wieso jetzt? Wieso hast du dich nicht viel früher in mich verliebt? Man kann sich nicht aussuchen, in wen und wann man sich verliebt. Leonard Stahl hat gedacht, ich hätte ihm die Kekse auf den Schreibtisch gestellt. Wir haben uns ganz schön gefetzt deswegen. Aber ihr scheint euch ja schon ein bisschen besser zu kennen. Na komm, er lässt doch keinen an sich ran. Aber du würdest gerne. Du doch auch. Das glaube ich nicht. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Alles gut sein. Ja, soll ich etwa zusehen, wie diese Schlange mit Haut und Haaren verschlingt? Er schreit ja auch nicht gerade um Hilfe. Tja, dann ist sein Frauengeschmack eben doch anders, als wir dachten. Wow. Das mag ich ja. Sollten wir unsere Unterhaltung nicht woanders fortführen? Es sei denn, Sie stehen auf Teenie-Partys. Ich kenne da eine lauschige Bar. Oh. Klingt gut. Ich brauche jetzt ein Bier. Konstantin kann das alles unmöglich ernst meinen. Wir sind Freunde. Punkt. Er hat sich von Natascha getrennt und seine Mutter verloren. Jetzt bin ich ihm am nächsten. Aber dass er um mich kämpfen will, wohin soll das denn führen? Für unsere Liebe ist es zu spät. Hey, bist du noch wach? Ich dachte, du schläfst längst, wenn ich nach Hause komme. Du, willst du auch einen Tee? Ja, sehr gerne. Du wirkst so nachdenklich. Ist ein Problem? Ach du, ich habe nur nachgedacht über die ganzen Hochzeitsvorbereitungen. Es gibt noch so viel zu entscheiden und... Hey, hey. Zusammen schaffen wir das schon. Bist du schön. Und übrigens... André ist wieder mein Trauzeuge. Ach, das ist schön. Na? Schon wieder die letzte? Personalplanung für die nächste Woche muss fertig werden. Wie war die Party? Leider alles andere als perfekt. Verstehe. Kokoskummerkästchen steht zu Diensten.
War er wieder arrogant? Schlimmer. Er hat eine Bekannte von Tina Kessler kennengelernt. Langbeinig, sexy, selbstbewusst. Ein Albtraum. Nach 3 Minuten haben sie geknutscht, nach 5 Minuten sind sie abgeschwirrt. Was? Wow. Der Geschäftsführer lässt also doch nichts anbrennen. Ja, sie ist ja auch Anwältin und keine kleine Angestellte. Warum verliebe ich mich eigentlich immer in die Falschen? Oh Gott, wie oft hatten wir dieses Gespräch jetzt schon? Coco, ich bin keine, wie sagst du immer, hoffnungslose Romantikerin. Und was war mit Sebastian? War es hoffnungslos romantisch von mir, nach 4 Jahren Beziehung mal zu fragen, ob wir nicht zusammenziehen wollen? Ja, weil dein Ex ein Idiot war. Ach, war er nicht. Und wie war seine Reaktion auf deinen Vorschlag? Er hat sich gefragt, ob es das denn jetzt gewesen sein soll. Genau. Und schwupps, hat er sich in die USA abgesetzt. Ja, okay, er war ein Idiot. Und Herr Stahl ist auch ein Idiot, wenn er eine so wundervolle und süße und großartige Frau wie dich ignoriert. Hey, der hat dich gar nicht verdient. Also vergiss ihn. Ist wahrscheinlich das Beste, ja? Hm? Glaub mir, du wirst einen viel, viel besseren Mann kennenlernen. Ein Mann verschlägt es in die tiefste Provinz und darauf erwacht er wieder und wieder am selben Tag, völlig deprimiert. Gefangen in der Fürstenhof-Zeitschleife, das ist ungefähr genau das, was ich denke, wenn ich hier morgens aufwache. Sie werden mit Sicherheit ein Wurmloch finden, um dem Bichelheim-Universum zu entkommen. Ah, ich bezweifle das. Wie ist denn der Mann im Film entkommen? Er lernt die richtige Frau kennen. Ein schöner Abend. Und er kann noch schöner werden. Halten Sie mich wirklich für eine Frau, die sich in der ersten Nacht erobern lässt? Aber man muss um sie kämpfen. Mal wie ein Krieger und mal wie ein Kavalier. Ein Taxi bitte. Gerne. Was? Sie müssen sich schon ein bisschen mehr Mühe geben. Enttäuscht? Entschuldigung? Ihre Telefonnummer? Das ist großartig. Oh mein Gott, was für ein Glück. Ja, vielen Dank. Ihnen auch. Wiederhören. Wiederhören. Marlene, ich habe dir doch vom Professor Zellentin erzählt, oder? Mhm, von dieser Fortbildung. Ja, genau. Und der macht doch jetzt diese hochriskante Operation an der Wirbelsäule. Ja, aber waren da nicht alle Plätze belegt? Genau. Und einer der Kollegen ist jetzt ausgefallen und ich kann nachrücken. Echt? Du fährst nach Hamburg? Ja, um Gottes Willen. Meine Güte, ich weiß, ich hätte dich vorher fragen sollen, aber... Ich habe mich auf diese Liste setzen lassen, aber ich habe noch nicht wirklich damit gerechnet, dass das passiert. Es ist eine Riesenchance für mich. Weißt du was, dann komme ich einfach mit. Hm? Ich hätte eh total Lust, mal hier ein paar Tage rauszukommen. Dann machen wir uns eine schöne Zeit in Hamburg, oder? Weißt du, wie mein Zeitplan da ausschaut? Ich werde den ganzen Tag im Krankenhaus sein und am Abend mit den Kollegen zusammensitzen. Ich hätte nicht eine Minute Zeit für dich. Ich verstehe. Und dann hätte ich noch ein schlechtes Gewissen. Deswegen. Na gut, dann fahr rein. Weißt du was, wir holen das nach. Wir beide, wir machen eine wunderschöne Reise. Ich liebe dich. Und was die Hochzeit betrifft. Ich habe mit André gesprochen. Wir können einiges abgeben. Die Frau Jentsch soll eine ganz großartige Konditorin sein. Hallo, Frau Jentsch. Guten Morgen. Guten Morgen. Und?
Hatten Sie noch eine schöne Party? Ja, ich hatte Spaß. Viel Spaß sogar. Das freut mich. Ich fand's auch schön. Ach ja? Mhm. Sie waren so schnell weg. Ja, bitte nehmen Sie mir das nicht übel, aber ich hatte mehr Lust auf eine lauschige Bar. Mhm. Ja, ich habe gesehen, dass Sie mit einer Frau weg... Darf ich? Mhm. Ein Krümel macht keinen guten Eindruck. Einen schönen Tag noch. Nein, dürfen Sie nicht. Natürlich zu spät. Als ob du es eilig hättest. Hab ich auch. Charlotte kommt morgen zurück und ich werde diesem Star nicht kampflos das Feld überlassen. Ich weiß, du wiederholst dich. Bist du sicher, dass du gehen kannst? Du wiederholst dich auch. Die gleiche Diskussion haben wir gestern Nachmittag geführt. Aber die OP ist erst 2 Tage her. Ich weiß, was ich tue. Und ich habe dich gewarnt. Das haben die Ärzte auch. Ich habe mich selbst entlassen. Na, Prost, Mahlzeit. Ich habe jede Menge Schmerzmittel bekommen. Und dank meiner neuen Begleiter wird schon gehen. Ja, da bist du ja bestens gerüstet für die Schlacht gegen deinen stählenden Widersacher. Anstatt rumzustänkern, hilf mir lieber. Nein, es reicht. Wenn du die Tasche nimmst, ich bin kein Invalide. Ich nehme die Tasche, ich bin kein Invalide. Bitte, steht dir. Halt den Mund und bring mich zurück zu meinem Hotel. Ich halte den Mund und bring dich zurück in dein Hotel. Und mach die Tür zu. Und mach die Tür zu. Die Termine habe ich abgesagt. Das Flugticket ist ausgedruckt, Hotel ist reserviert. Taxi ist bestellt. Mhm. Papiere, Geld. Ja, ich habe alles. Du brauchst Klamotten zum Anziehen. Ich kann nichts dabei. Um Gottes Willen, die habe ich zu Hause. Ach, ich bin langsam alt. Pass auf, ich fahre mit dem Taxi nach Hause und fahre dann direkt zum Flughafen und ich rufe dich an, wenn ich angekommen bin, ja? Schatz, dein Koffer! Oh! Um Gottes Willen, was tät ich bloß ohne dich? Ah, Herr Riedmüller! Hallo! Ich will gar nicht stören. Nein, Sie stören doch nicht. Warum auch? Hallo, wie geht's Ihnen? Ruf dich an, wenn ich angekommen bin und der Ausfall... Als Wedding Planner, das tut mir leid, aber das mache ich wieder gut, wenn ich von Hamburg zurück bin, okay? Ja, da bestehe ich drauf, natürlich. Ja. Ja. Ich rufe dich an, wenn ich angekommen bin, ja? Schönen Tag noch. Michael, warte, ich begleite dich noch zum Taxi. Weißt du, es ist, als ob wir füreinander gemacht wären. Aber du kennst ihn doch kaum. Aber ich kenne mich und ich weiß, was ich brauche. Wirkt er anständig? Sagen wir mal so, er ist sehr charmant, äußerst attraktiv und klug. Und dazu hat er dieses gewisse Etwas. Was denn? Geld vielleicht? Opa. Naja, wenn er ein gut gehendes Café besitzt, dann wird er auch ein Geld haben. Er besitzt etwas mehr als das Café, in dem wir frühstücken. Aber lass dich überraschen. Ist es zu anstrengend? Ich dachte, die frische Luft tut dir gut. Tut sie, Patricia. Es ist nur der Weg. Kommt mir so bekannt vor. Und irgendwie... Irgendwie? Ja. Ist er das? Garantiert. Eine unbekannte Rufnummer. Willst du nicht rangehen? Nein. Na, das musst du mir erklären.
Leonard Stahl hat genug Frauen, die ihn anhimmeln. Für so einen Mann ist nichts interessanter als die Jagd. Und darum lasse ich ihn noch ein bisschen zappeln. Du bist ja ganz schön durchdrehen. Ich will lediglich sein Interesse wecken. Sein Interesse ist geweckt. Er hat ja versucht, dich anzurufen. Ich will sein längerfristiges Interesse wecken. Indem du nicht ans Telefon gehst, aber zu ihm in sein Café. Ich gehe nicht zu ihm. Ich führe meinen lieben alten Großvater zum Frühstück aus. Ja, zufällig dahin, wo er mir eventuell über den Weg laufen könnte. Du benutzt also deinen fußkranken Großvater auch noch für deine Spielchen. Na, schäm dich, mein Kind. Er ist es wert, Opa. Du wirst sehen. Er ist nämlich fast so liebenswürdig wie du. Ich sag's ja. Ganz schön durchtrieben. Wie hast du früher immer gesagt, wenn man einen Goldfisch an der Angel hat, darf man ihn nicht vom Haken lassen. Leonard, frühstücken wir zusammen? Ich wollte eigentlich gerade gehen. Komm, 5 Minuten wirst du doch haben. Wenn du mich so freundlich fragst. Ich habe Charlotte erreicht, sie kommt zurück. Deswegen strahlst du so. Ja, ich konnte ihre Nummer in Verona über das Restaurant ihres Sohnes ausfindig machen. 2 Kaffee, bitte. Ja, gerne. Ich wollte eigentlich nichts. Natürlich hatte Werner Saalfeld diese Nummer im Kopf. Laut Charlotte hat er sie kurz vor mir angerufen. Bist du eifersüchtig? Witzig. Ihr Ex ist eifersüchtig. Aber selber schuld. Kann man eine Frau wie Charlotte auch verlassen? Stell dich darauf ein, dass er dir dazwischenfunken wird, wenn du sich an sie ranmachst. Ich mach mich nicht an sie ran. Genau, wir sitzen hier nur fest, weil du ausschließlich ans Hotel denkst. Der Kaffee? Danke. Dankeschön. Schön. Nimm dich vor dem Direktor in Acht, er ist hier der Platzhirsch. Ja, Herr Fürstenhof in persona. Und Charlotte Saalfeld hängt sehr an ihm und auch an dem Hotel. Die wohnen sogar zusammen. Da bringst du mich auf eine Idee. Also wenn du so guckst, dann will ich gar nicht wissen, was du vorhast. Hast du Lust auf eine weitere Reitstunde? Ich sattel die Pferde und wir machen den ersten Ausritt. Nee, da habe ich keine Lust drauf, nee. Ich will meine Zeit gerade nicht mit dir verbringen, weißt du? Kannst du es bitte akzeptieren? Ich werde um dich kämpfen, weil ich dich liebe. Ich will aber nicht, dass du um mich kämpfst. Weil man kann um Liebe kann man nicht kämpfen. Doch. Ich weiß jetzt, was ich wirklich für dich empfinde. Und ich bin mir sicher, dir geht's genauso. Warum kämpfst du dagegen an? Hör auf. Okay, hör auf. Warum läufst du vor dir weg? Weil ich dir nicht das geben kann, was du von mir erwartest. Ist es wirklich so? Schau mich an. Schau mich an und schwör mir, dass du nichts für mich empfindest. Wir sind Freunde. Bitte, mach das nicht kaputt. Schwör's. Ich geh mich jetzt um meine Hochzeit kümmern. Thank you.
Was geht ab? Dreimal hintereinander ins Bullseye. Das gibt's doch eigentlich nur einen Zeichentrickfilm. Also auf der Party hätten sie alle geschlagen. Naja, die waren doch alle angetrunken. Na, geht so. War eher harmlos. Wobei, der Vermieter sieht das ein bisschen anders. Laute Musik und so. Hoffentlich kriegen sie keinen Ärger. Naja. Also. Nein, sie müssen sich auf den Zielpunkt konzentrieren. Aha. Und dann wird das schon. Ja, aber Sie haben doch auch gerade eben ganz locker aus dem Handgelenk geworfen und hatten Glück. Glück, Junge. Ich war Jugendmeister damals in Halle. Moment, das heißt, Sie können das so richtig? Ja, ich hatte eine große Karriere vor mir, aber dann musste mein Bruder ja abhauen. Echt jetzt? Hätte ich damals weitermachen können, dann wäre ich es Feldspitze. Wie geil ist das denn, Herr Konopka? Sie müssen in meine Mannschaft. Es geht um die Bayerische Hotelmeisterschaft. Habe ich letztes Jahr gar nicht mitgemacht. Ja, und genau deshalb hat der Fürstenhof auch so schlecht abgeschnitten. Hat ja auch der Heinemann das Team geleitet. Richtig, und das hat er dieses Jahr wieder vor. Aber es gibt einen Vorentscheid hier im Hotel zwischen zwei Teams und sie müssen in Mainz. Es gibt zwei Hotelmannschaften? Genau, die gegeneinander antreten. Und das Beste, also Mainz, das fährt zum Wettkampf. Hm? Und von den anderen ist der Heinemann Teamchef? Ja. Hm? Dann bin ich bei Ihnen. Ja! Dann machen wir fertig. Alle Künstler haben Lampenfieber. Und das ist auch gut so, weil das Adrenalin einen zu Höchstleistungen pusht. Ja, aber ich hatte doch gar kein Lampenfieber. Ja, natürlich nicht. So, jetzt konzentriere dich auf heute Abend und dann entspann dich. Ja, ich merk's schon. Das hilft wirklich was. Mir geht's schon viel besser. Klappe. Augen auf. Auch das wäre reizvoller, wenn du das Kleid angelassen hättest. Mann, du bist so frisch. Du bist so frisch. Marlene, mein Schatz. So nervös bist du, ja? Dass du den Kopfstand machen musst. Mein Engelchen, was mache ich denn bloß, wenn bei der Matinee meine Stimme versagt? Mami, ich bin sicher, es wird alles gut gehen. Ich kenne mich doch. Hast du mit Konstantin gesprochen? Nein, das habe ich noch nicht geschafft. Mein Schatz, du musst einfach mit ihm reden, wenn ich weiß, dass er da ist. Das gibt mir Kraft und Zuversicht und es zeigt mir, dass er mich noch mag. Marlene, er ist neben dir immer noch der wichtigste Mensch in meinem Leben. Mama, und ich würde alles dafür geben, ihn wieder zurückzubekommen. Alles. Mama, er hat dich verlassen. Er liebt dich nicht mehr. Ja, aber vielleicht ist er eines Tages wieder bereit für die Liebe. Es ist nie zu spät. Mama, du musst ihn vergessen. Das kann ich nicht. Bitte glaub mir, du wirst dir nur falsche Hoffnung machen. Bitte glaub mir das. Ich wollte mich nur bedanken für gestern. Super Party. Ja, und wo ich Sie schon mal sehe, Sie sind doch eine gute Freundin von Patricia Dietrich. Nee, das ist nicht meine Freundin. Wieso? Wieso? Ja, glauben Sie, dass ich ihm einfach so Kekse backe? Sie waren das. Also, das habe ich nicht gewusst. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte... Also, die Kekse waren wirklich lecker. Mein Vater, der konnte gar nicht genug davon kriegen. Ich lasse Sie lieber in Ruhe arbeiten. Wiedersehen. Sein Vater. Die Pfeilspitze zeigt nach oben. Und nur aus dem Unterarm. Ich zeig's dir einfach nochmal, ja? Ja. Gewicht nach vorne. Zwischen Daumen und Zeigefinger, aus dem Unterarm. Baff!
Gott, Sabrina, du hast doch fast alles in deinem Leben schon mal gemacht. Warum nicht Dart spielen? Ich werde das ratzfatz lernen. Nein. Doch. Ich habe das schließlich in den Genen. Mein Vater spielt seit seiner Jugend Dart. Was? Der kann echt Dart spielen? Aber hallo. Oh Gott, und ich Depp hab letztes Jahr. Dein Vater wollte unbedingt ins Team. Er hat gesagt, er kann gut werfen. Du dachtest, er will wieder angeben? Ich hab gesagt, er kann vielleicht Ei über seinen dicken Bauch in die Pfanne schlagen und hab ihn stehen lassen. Oh, wirklich ein Depp. Ich muss zu ihm, bevor Goran das Spitz kriegt. Ja, dann kannst du nur hoffen, dass er es nicht vergessen hat. Frau Jetsch? Frau Schweizer, hallo. Hallo. Wie geht's Ihnen denn? Danke. Ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich gehört habe, dass Herr Konopka Sie für eine fabelhafte Konditorin hält. Wie nett von ihm. Kann ich Ihnen denn irgendwie helfen? Ja, ich benötige eine Hochzeitstorte. Für Sie selber? Ja. Wie schön. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, was haben Sie sich denn vorgestellt? Das klassische weiße Modell mit dem Brautpaar als Krönung obendrauf oder irgendwas ganz anderes? Also ganz ehrlich, Ich habe mir eigentlich noch gar nicht solche konkreten Gedanken drüber gemacht. Ja gut, dann mache ich mir welche und dann suchen wir zusammen Ihre Traumtorte aus. Das klingt gut. Vielleicht fällt mir ja irgendwas Symbolhaftes als Verzierung ein. Wie haben Sie sich denn kennengelernt? Hier? Im Fürstenhof? Im Rosenbeet. Das ist aber ein schöner Zufall. Er hat mich sozusagen aufgefangen. Aufgefangen? Mhm. Wow. Zum Glück hat nicht jeder. Ach was. Sie sind doch gerade erst hier angekommen. Naja. Jedenfalls finde ich es wunderschön, wenn ein Paar so glücklich ist, dass es sich die ewige Liebe schwört. Hallo, Konstantin, aufwachen. Oh, entschuldige, ich wollte dringend danken. Wie geht's denn mit den Krücken? Ja, vor allem hilft es, wieder zu Hause zu sein. Hier werde ich am schnellsten gesund. Du weißt, wenn du mich brauchst, bin ich immer für dich da. Umgekehrt geht das Gleiche. Ach komm, Sohnemann, ich glaube, ich ruhe mich mal ein bisschen aus. Marlene geht mir aus dem Weg. Hätte ich doch noch früher gemerkt, dass sie mich liebt. Weißt, wie du dich fühlst. Hätte Charlotte nie im Stich lassen dürfen. Aber vor allen Dingen hast du jetzt die Chance, die gleiche Fehler nicht zweimal zu machen. Ich weiß, sie liebt mich. Aber sie streitet jetzt alles ab. Wenn du jetzt aufgibst, dann hast du sie für immer verloren. Ja, aber was soll ich denn tun? Ihr offen und ehrlich zeigen, was du für sie empfindest. Leg dir dein Herz zu Füßen. Mehr kannst du nicht tun, aber weniger darfst du auch nicht tun. Ob sie es dann annimmt, oder nicht, liegt ganz allein bei ihr. Und, was sagst du? Du kannst sowas doch besser als ich. Nö. Gut gemacht. Das ist eine ganz ordentliche Kalkulation. Sehr schön. Dann lasse ich das gleich nur noch von Herrn Konopka absegnen. Und dann muss der arrogante Affe mir die Patisserie-Ecke gewähren. Reden wir jetzt noch von Herrn Konopka oder sind wir schon zu Herrn Stahl? Der hat mich heute Morgen behandelt wie eine Sechsjährige. Leonard Stahl hat mir einen Brotkrümel aus dem Gesicht gewischt und gesagt, das macht keinen guten Eindruck. Hab ich doch gesagt. Der Typ ist ein Vollidiot. Ich wette, der ist privat auch der totale Pascha. Ja, der hält sich einfach für was Besseres. Meinem Großvater hat es nie was ausgemacht, dass meine Großmutter nur eine kleine Bedienstete war. Ja. Er hatte keine Standesdünkel. Ja, was denn ist doch so? Erstens,
Kannst du aufhören, die ganze Zeit an unseren Geschäftsführer zu denken? Ich habe über Opa Erich geredet. Ja, den du ständig mit Leonard, dem ersten und einzigen, vergleichst. Und zweitens, redst du dir deinen Opa Erich da nicht ein bisschen schön? Ich meine, er hat euer Schloss verkauft. Und dann hat er sich mit der Kohle abgesetzt und deine ganze Familie im Stich gelassen. Oder stimmt die Geschichte nicht? Ja, aber da ist doch was seltsam. Meine Großmutter hat mir immer erzählt, wie sehr sie sich geliebt haben. Wie sehr er sie auf Händen getragen hat. So eine Liebe verrät man doch nicht für Geld. Du bist echt eine gnadenlose Romantikerin. Nee, da passt was nicht zusammen. Schon, wenn hier was schief geht. Er ist gekommen. Mama, Herr Stahl, der lässt sich entschuldigen. Der konnte nicht kommen, weil irgend so eine Wohnungsgeschichte oder sowas dazwischen gekommen ist. Völlig egal. Ich möchte nicht viele Worte verlieren. Sie sind heute hier gekommen, um mich wieder singen zu hören. Und das tue ich jetzt. Oder störe ich? Ich muss noch die Kalkulation von Frau Jentsch kontrollieren. Ja, ich mach's ganz kurz. Also, wenn Sie wollen, Sie sind dabei. Im diesjährigen Team der Bayerischen Hotelangestellten beim Dartturnier. Danke. Ja! Das ist ja klasse. Also, ich habe gehört, es gibt zwei Hotelmannschaften und einen Wettkampf. Ach, Sabrina hat mir doch erzählt, wie gut Sie werfen. Wir beide in einer Mannschaft? Da haben die anderen überhaupt keine Chance. Ja, und mit Sabrina zusammen, da werden wir ja quasi so eine Art Familienmannschaft.
Ja klar, das schweißt zusammen und steht den Kampfgeist. Also. Ach Gott, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe gerade an diesem Wettkampftag schon woanders zugesagt. Ja, Eier in die Pfanne werfen für dicke Köche. Ja, das war doof von mir, da würde ich mich gerne entschuldigen. Nach einem Jahr, das ist sehr glaubhaft. Genau, ist es ja schon so lange, jetzt seien Sie nicht so nachtragend. Ja, das bin ich aber sowas von. Haben Sie denn gar keinen Ehrgeiz, das Turnier zu gewinnen? Ehrgeiz habe ich vor allem darin, Sie in diesem Hotelwettbewerb zu besiegen. Sie haben Goran zugesagt. Sie haben doch meine Tochter. Sicher, dass du nichts bestellen möchtest. Du hast doch selber nichts gegessen. Ja, allein esse ich auch nicht. Und ich wäre gar nicht erst mitgekommen. Hätte ich gewusst, dass du zu dem verdammten Fürstenhof willst. Was hast du denn gegen das Hotel? Ist doch wunderschön. So geht das aber nicht. Man kann sich nicht aufregen und dann nicht sagen, warum. Das red nicht mit mir wie mit einem kleinen Kind. Verstanden? Tut mir leid, Patricia. Aber der Fürstenhof, das ist eine alte, hässliche Geschichte. Was ist denn so Furchtbares passiert? Ludwig Saalfeld ist ein schlechter Mensch. Ludwig Saalfeld? Der Besitzer. Früher. Und deshalb will ich mit seiner ganzen Familie nichts mehr zum Tun haben. Ja gut, aber jetzt gehört das Hotel ja der Familie Stahl. Dann ist ja alles in Ordnung, oder? Und ich möchte jetzt gehen. Mein Traumprinz, der taucht ja eh nicht auf. Wir sitzen mir schon den ganzen Vormittag da. Warte, warte. Ich gehe kurz rein und schaue, ob ich ihn finde, ja? Aber lang warte ich da nicht. Ich bin gleich zurück, versprochen. Konradi, Personalplanung fürs Restaurant nächste Woche, die geht so noch. Super, danke. Herr Stahl? Ja? Hier. Sie scheinen ja bestens gelaunt zu sein. Was gibt es denn? Das ist ein Kostenvoranschlag für Regale, Arbeitsflächen, spezielle Geräte, einen Kühlschrank und einen Ofen. Wofür? Für die Patisserie. Ich wollte doch die Vorratskammer ein bisschen umgestalten und... Das ist finanziell ausgeschlossen. Aber das ist schon abgesprochen. Mit mir? Nein, mit Herrn Konopka, aber er... Er hat über das Budget des Hotels nicht zu entscheiden. Sorry. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Was? Wenn Sie mich mal einen Satz zu Ende sagen lassen würden. Wie soll eine professionelle Küche funktionieren, wenn die nötigen Geräte nicht da sind? Sie funktioniert. Das hat sie im Übrigen auch schon in der Vor-Jensch-Ära. Aber für eine Patisserie, eine kleine, in einer Ecke, brauche ich diese Sachen, alle. Ich sitze gerade über unseren Buchungszahlen. Die sind okay, aber nicht so, dass ich unnötige Kosten verantworten kann. Unnötige? Mhm. Und trotzdem dürfen Sie meinetwegen Ihre Fortbildung bei Herrn Konopka weiterführen. Und zwar nur, weil ich so nett bin. Thank you.
Lass uns vorher beten. Bitte? Ich möchte, dass wir von nun an vor jeder Mahlzeit ein kleines Tischgebet sprechen. Ja, kannst du gerne machen. Aber ohne mich, ich kenne keine Gebete. Jeder kann beten. Du kannst sagen, was dir einfällt. Es wird uns helfen. Noch weiter singen, die Presseleute sind doch gegangen. Oh, das war jetzt nur ein ganz kleiner Scherz. Eine kurze Pause und dann geht's weiter. Einen heißen Brombeersaft, bitte. Und? Wie war's? Besser als je zuvor. Ich bin so erleichtert. Vor allem, dass du auch gekommen bist. Mama, du warst ganz toll. Ja. Mein Schatz, du hast auch wundervoll gespielt. Ich wünsche euch noch ein schönes Konzert. Aha, gehst du schon? Ja, ich muss los. Ja, dann bis bald. Da hast du doch deine Finger im Spiel. Dass er gekommen ist. Du hast auch noch mit ihm gesprochen? Nein. Du hinterlistiges Kleins, bist du? Danke. Danke, danke. Konstantin ist gekommen. Wenn das kein Zeichen dafür ist, dass ich vielleicht doch noch eine Chance habe. Hallo? Sie? Störe ich? Ich zuck immer zusammen, wenn die Tür aufgeht, weil entweder mein cholerischer Vater hereinstürmt oder der cholerische Direktor. Ach. Wie ich merke, wird es wirklich Zeit, dass Sie das Wurmloch finden, um dem allen zu entkommen. Ich hatte versucht, Sie zu erreichen. Ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht ist doch viel spannender, oder? Auf jeden Fall. Sie haben sicher zu tun. Aber wenn Sie möchten, dann zeige ich Ihnen in den nächsten Tagen ein bisschen die Gegend. Ich kenne mich hier ganz gut aus. Von früher. Die gemeinsame Suche nach dem Wurmloch. Vielleicht gelingt es mir ja auch, Sie von der Flucht abzuhalten. Wenn Sie erst mal sehen, wie schön es hier ist. Das sehe ich bereits. Also abgemacht. Ich freue mich sogar sehr. Gut. Ich mich auch.
schade, dass Ihnen das gute Stück zerbrochen ist. Ja, wirklich sehr bedauerlich. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, Herr Saalfeld, aber bringt es nicht Unglück, wenn man eine Madonna kaputt macht? Nein, im Gegenteil. Na, machen Sie mal keine Sorgen um mein Seelenheil, Frau Kessler. Kann nur besser werden. Na dann, gute Besserung. Ja, danke. Kaum ist man die eine Plage los, da kommt schon die nächste. Herr Saalfeld, was machen Sie denn hier? Ja, wohnen. Und Sie? Sie gehören ins Krankenhaus und danach in die Reha. Sind ja wirklich rührend um mich besorgt. Ich bin entlassen worden. Und jetzt entschuldigen Sie mich? Danke, ich komme selber klar. Ich muss mich wieder hinlegen. Bedauere, aber dafür müssen Sie sich ein anderes Quartier suchen. Diese Wohnung gehört den Besitzern des Fürstenhofs und das sind Sie nicht mehr. Auch als Direktor haben Sie keinen Anspruch auf Nutzung der Familienwohnung. Und da alle Personalräume belegt sind? Das heißt, ich soll ausziehen? Ganz genau. Das stimmt so. Vielen Dank. Haben Sie meine Enkeltochter gesehen? Ich muss hier weg. Wie sieht die Dame denn aus? Hübsch, jung. Wenn Sie sie mir etwas genauer beschreiben könnten. Ja, ist schon gut. Ich suche sie selber. Ich kenne mich ja hier aus. Warten Sie. Bitte schön. Danke, mein Kind. Das ist Elfriede. Pauline. Aber meine Großmutter hieß Elfriede. Kannten Sie sie? Ich kannte ihre ganze Familie. Und es tut mir so furchtbar leid. Was? Was mit dem Hotel? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Der Fürstenhof. Eigentlich gehört er Ihnen. Charlotte, dein Ex-Mann ist ausgezogen. Wegen unserem Lied. Es gefällt dir nicht mehr. Es ist nicht mehr unser Lied. Es gibt kein uns mehr. Was hätte ich denn machen sollen? Wir sagen, dass ich deinetwegen da war? Es war ein Fehler, dich zu bitten, den Fürstenhof zu kaufen. Wie bitte? Und es missfällt mir, mit welcher Selbstverständlichkeit du dich hier in meine Wohnung breit machst. Beim jüngsten Gericht, da dürfte es nicht sehr gut für mich aussehen. Das kann ich mir im allerbesten Willen nicht vorstellen bei Ihnen, Herr Dietrich. Ich habe Schuld auf mich geladen. Sehr große Schuld. Ich lasse mich aufstellen. Was? Du als Bürgermeister? Ja, warum denn nicht?